Starten. Genau, okay, super, das läuft. Ja, also vielen Dank nochmal für die Zeit. Ich würde jetzt das Interview beginnen und zwar würde ich dir erstmal ein paar Fragen zum Holacracy-Modell stellen. Und zum einen habe ich auf deiner Homepage oder auch auf der Seite, die du mir geschickt hast, habe ich gesehen, dass es da Bilder von dir und Brian Robertson gab aus dem Jahr 2007 sogar. Das ist ja echt schon eine Weile her. Und da habe ich mich einfach gefragt, wie bist du denn damals sozusagen auf dieses Thema aufmerksam geworden? Also ganz über den Zufall im Prinzip. Ich war damals sehr stark interessiert an der integralen Theorie von Ken Wilber. Bin ich auch immer noch interessiert dran. Und der Ken Wilber hat ein Institut in Boulder, Colorado gegründet, das Integral Institute. Und da habe ich damals, hab Anglistik studiert und brauchte so einen Auslandsaufenthalt. Und dann habe ich gedacht, gut, verbinde ich das Nötige mit dem Interessanten und habe mich da für ein Volontariat beworben und konnte dann auch da kommen. Und dann war dort eines Tages kam dann so eine E-Mail rum, ja, da gibt es jemanden, der macht ganz spannende Sachen mit Organisationsentwicklung und so. Und das ist, ich weiß nicht, inwiefern du die Integrale Theorie kennst, Laloux ist dir vielleicht ein Begriff, keine Ahnung, Frederic Laloux, bezieht sich auch auf Wilber und so weiter. Also das Ganze im Umfeld dessen gab es damals viele Anwendungen dieser Integralen Theorie und eine davon war eben jetzt dieser Brian Robertson, der sich auch zum Teil auf Wilber bezogen hat in seinen Überlegungen und auch da Teile der integralen Theorie irgendwie da verhackstückt hat. Und der wollte sozusagen mal vorstellen seine Methode im Integral Institute. Und da war ich dann halt bei der Präsentation dabei mit dem Tom und das war dann Quatsch, der Brian Robertson und Tom Thomason. Und da habe ich das kennengelernt, da habe ich gedacht, ne, also ich war damals so, ich habe auch Philosophie studiert und Kunstwissenschaft und ich war jetzt nicht so der Wirtschaftstyp, nicht so der Klassische und habe so gedacht, na, das ist doch mal was ganz anderes. Also in so einer Organisation würde ich auch arbeiten wollen sozusagen, aber ich fühlte mich immer nicht so zur Konzernwelt hingezogen. Aber dann habe ich gesagt, also, wenn man so arbeitet, das ist interessant. Dann habe ich mich da sozusagen mit beschäftigt und fand das alles sehr überzeugend, weil es ja diese organische Struktur ist und dieser rationale Ansatz in gewisser Weise so alles sehr vernünftig und nachvollziehbar und klar. Also diese große Klarheit in diesem Modell hat mir sehr gut gefallen und dass eben ja dieser Machtmissbrauch dadurch sehr limitiert wird oder eingeschränkt wird. Das fand ich alles sehr, sehr positiv und habe das dann weiter verfolgt. Ich war dann lange selber in dieser integralen Bewegung in Deutschland tätig, hatte da dieses integrale Forum geleitet und die integrale Akademie ist ja, so ein Verein im Prinzip. Und der hat mit so einem angeschlossenen Bildungs- und Workshops-Dingsbums Betrieb. Und dort habe ich dann die Gelegenheit beim Schopf gepackt und gesagt, cool, die Jungs laden wir mal ein. Und die gab es damals wirklich, die waren gerade erst gegründet. 2006 war das damals im Integral Institute. Und 2007 habe ich sie dann halt nach Deutschland geholt, um für eine Workshop-Tour. Da kannte Holacracy noch niemand. Also das war Neuland. Und die Methode war auch noch ja, halt sehr frisch und hatte noch nichts vorzuweisen in dem Sinne von wegen, dass es jetzt große Firmen gibt, wo sie darauf verweisen können, dass sie das schon tun oder so. Das war alles sehr pionierhaft. Ja, aber da haben wir so eine kleine Tour gemacht und ich habe das dann übersetzt und so, weil ich da einfach sage, das braucht die Welt. Ja, und dann habe ich es ein bisschen aus den Augen verloren. Also ich war dann in dieser Akademie, habe das mal weiter gemacht. Ich habe natürlich versucht, meine Organisation damals auch so ein bisschen dahin zu bewegen. Es war nur sehr schwierig. Also selbst unter progressiven Menschen das irgendwie deutlich zu machen, dass das ein besserer Weg ist, weil sehr, sehr viel damit zu tun hat, dass man Dinge verlernen muss, die man vorher, also die im alten Kontext richtig und wahr und gut sind.
sie werden durch diesen holakratischen Kontext eben ganz neu aufgerollt und was damals gutes Verhalten war, wird jetzt schwierig oder schädlich in diesem neuen Kontext. Und da, ja, das fanden dann einige nicht so dolle und da war das, diese Umsetzung dann damals nur so begrenzt bei uns in unserem Verein da möglich, weil da auch ein großer Aufwand mit verbunden ist, das zu lernen und so weiter und dass da nicht jeder, also es waren alles mehr eher so reifere Persönlichkeiten, sage ich jetzt mal, und die haben schon ihre Berufslaufbahn schon so halb hinter sich gehabt und da jetzt auch mal ganz neu anzufangen, das war dann nicht so der heiße Wunsch. Genau, und dann war ich später, hatte ich damals noch so Konferenzen organisiert, Integral European Conference, und dann danach hatte ich wieder Kontakt mal mit dem Tom Thomason, einer der Mitgründer von Locacy One, und der hatte mich da eingeladen, sein Startup da mitzumachen bei Encode. Und die praktizieren auch Holacratie als Betriebssystem. Wir haben sich mit der Frage beschäftigt, wie ist das eigentlich mit den sozialen, finanziellen und rechtlichen Grundlagen für Selbstorganisation? Also, wie sieht das eigentlich aus? Wenn wir jetzt durch Holakratie schaffen wir die Manager ab, das ist gut. Also wenn es keine Manager mehr gibt, wieso gibt es, oder wenn es kein Chef mehr gibt im klassischen Sinne, wieso gibt es denn noch Angestellte? Also, im Prinzip immer noch diese Zweiklassengesellschaft war eigentlich immer noch da. Der Ansatz von Encode und auch Holacracy One macht das eigentlich auch so. Die sagen, alle sind eigentlich Partner der Organisation. Also wir sind nicht im Angestelltenverhältnis, wir sind Mitentrepreneure sozusagen. Und wir tragen auch gemeinsames Risiko. Das ist natürlich nicht jedermanns Ding. Und die wenigsten Holacratie-Implementierungen sind so gestaltet, dass die Mitarbeiter Partner der Organisation sind, sondern meistens sie Angestellte. Aber eben Enco hat sich beschäftigt eben mit diesem Ansatz und hat da habe ich dann eben auch mehr die Praxis tiefer kennengelernt, weil davor hatte ich nie so richtig den Rahmen, mit wirklich 100% Holakratie zu praktizieren. Davor war das immer so ein bisschen Rumgespiele damit, sage ich mal. Ein bisschen Tactical Meeting geübt und so, aber so Governance, also der eigentliche Kern, die Autoritätsstruktur zu verändern, das war nicht Gegenstand bei diesen frühen Experimenten. Und bei Encode, genau, mit dem Mitgründer von Locacy One, das war natürlich Holakratie pur. Und dann habe ich dann irgendwann gesehen, okay, der hatte dann gesagt, geh doch mal zum Coach-Training. Ich sage, ja, cool, mache ich. Ja, und dann habe ich mal beim Coach-Training gewesen und so weiter, habe sozusagen meine Holakratie-Bildungslaufbahn so ein bisschen verkomplettiert und dann auch diese Prüfung gemacht. Und dann war dann diese, ja, irgendwann das Thema, ist das so ausgelaufen vom Geld her, es war ein Startup, da war jetzt nicht so viel Kohle im Rennen, sage ich mal. Und dann habe ich sozusagen als selbstständiger Coach, eigentlich der erste Auftrag, den ich hatte, war Hypoport. Und Hypoport hat schon also an dem Zeitpunkt so ein halbes Jahr lang oder ein Jahr, glaube ich, schon so ein bisschen rumexperimentiert, rumgespielt damit. Die waren schon relativ weit so und wollten aber irgendwie sozusagen Experten Meinung dazu holen. Und der Kollege, der mich dann ins Boot geholt hat, mit dem habe ich dann ein halbes Jahr lang zusammengearbeitet, bevor wir gesagt haben, okay, hier gibt es so viel Arbeit bei Hypoport, das ist ein Netzwerk von Organisationen unter diesem einen Dach sozusagen, die alle irgendwie ja, Holakratie praktizieren, oder wo viele von denen Holakratie praktizieren wollen. Da gibt es noch genug Arbeit. Also wenn ich jetzt hier mal als Selbstständiger mal reinkomme und Werksverträge mache, das macht keinen Sinn. Ich wechsle die Seiten und dann bin ich halt interner Coach geworden. Und das bin ich bis heute. Genau. Und da bin ich jetzt bei Hypoport. Wir betreuen aus dieser Unternehmensfamilie, gibt es so ungefähr 16 Unternehmen. Sechs davon sind holakratisch konstituiert, aufgebaut und die betreuen wir in der Einführung, Implementierung, Coaching, Beratung, all diese Themen. Da bin ich. Also das war einmal die Geschichte. Okay, du hast jetzt gesagt, dass du auch die Implementierung von der Holakratie begleitest. Was können denn dabei für Herausforderungen auftreten? Vielerlei Herausforderungen. Die allererste ist die der Motivation der Geschäftsführer. Die muss natürlich erstmal da sein. Also die müssen wissen,
was sie da wollen, wenn sie Holokratie wollen. Und es ist auch so, dass es nicht, man kann den, die, sozusagen die Top-Führungsriege, die kann man ja auch nicht umgehen bei dieser Frage. Also nach dem Motto Revolution von unten, das geht nicht. Sozusagen natürlich kann es sein, dass irgendwann wo so ein Mittelmanager sich sagt, ich mache mein Team holokratisch super und so und eine Weile dann damit spielt und das vielleicht auch toleriert wird. Aber im Prinzip ist es ja, stellt es die Dinge auf den Kopf in gewisser Weise und dann vielleicht finden andere Teams heraus, ey, wieso können die das so machen? Wir dürfen das nicht so machen. Dann gibt es auf jeden Fall immer irgendwie Reibung und irgendwann muss der Vorstand eben sagen dazu, also was, ob das erlaubt sein darf oder nicht. Und wenn das erlaubt ist, dann müsste es ja eigentlich auch überall erlaubt sein. Und dann, also es kommen so, dann so Konflikte hoch und deswegen braucht es da erstmal, es muss ausgehen und getragen und gesponsert sein vom Vorstand oder von der höchsten Entscheidungsebene, was auch immer das ist, da CEO oder Board oder was auch immer. Wenn das nicht da ist, dann ist schon mal schlecht. Aber wenn das gegeben ist, ja, dann, okay, was sind noch Herausforderungen? Natürlich ist das, ich hatte es schon angesprochen, ein Verlernen und ein Neulernen. Und das ganze Thema ist ja Führung und Selbstführung. Und Holacratie ist, basiert auf Selbstmanagement oder Selbstorganisation, viel breiter gesagt. Und da ist es so, das kann nicht jeder oder das am Anfang scheinbar kann das nicht jeder. Natürlich können wir das alle außerhalb von Firmen, können wir das alle irgendwie. Wir organisieren selber unser Leben und nur wenn wir in der Firma sind, dann auf einmal ist die alte Welt, wo wir irgendwie was uns jemand was sagen muss oder wir müssen jemandem was sagen, wie er was zu tun hat. Und das ist natürlich irgendwie dieses, ja, das haben wir, das ist so tief drin bei den Leuten, dass es schwierig ist, teilweise das wieder das zu überwinden, weil die alten Reflexe halt wirken und das ist so auf der Gewohnheitsebene. Und die Gewohnheiten muss man erstmal brechen. Und dafür braucht es viele Schulungen. Es braucht ja, eine kompetente Facilitation, also diese Rolle Facilitator, die muss gründlich ausgebildet werden. Und muss dann eben auch da unterstützt werden in ihrer Arbeit, wenn sie dann selber Fragen hat. Das waren dann die Coaches. Und ja, es ist jetzt auch so, dass natürlich dadurch viel erstmal Zeit und Ressourcen gebunden werden, Aufmerksamkeit, weil das man das nicht mal eben nebenbei macht, sondern es ist ein längerer Change, der dann aber hoffentlich der letzte Change ist, den man in der Form braucht. Weil der Change ab dort eingebaut ist, sozusagen in das Modell. Also das Modell beinhaltet ja eine Art und Weise, wie wir Antworten auf Change-Fragen generieren können. Das ist ein generativer Algorithmus, wenn man so möchte. Durch die Regeln, die da kodiert sind, können wir uns ja selber danach diese Governance selber strukturieren. Wir können uns Fragen beantworten, wer ist zuständig für was. Und das können wir alles iterativ dann weiterschreiben, sozusagen den Code. Wir können unsere eigene DNA weiterschreiben. Aber es braucht dafür sozusagen das Meta-Regel-Set und das ist diese Verfassung. Und die muss irgendwie erstmal installiert werden und in der Form, dass der Vorstand oder die höchste Entscheidungsmacht sagt, ja, wir wollen nach diesen Regeln spielen. Natürlich sind wir nämlich alle da, also sozusagen, verletzen die Regeln wahrscheinlich, aber die Intention ist da. Und die Intention bekunden wir, indem wir das Ding unterschreiben. Das machen wir öffentlich, damit alle wissen, jetzt soll so gespielt werden und es lohnt sich darauf einzulassen, das zu lernen, weil es geht nicht weg. Das bleibt hier erstmal das Zeug. Es ist nicht so, dass wir morgen wieder die Uhr zurückdrehen nach dem Motto, war jetzt nur so ein Management-Hype, wo wir mal irgendwie aufgesprungen sind, wie alle anderen auch, wollten hip und sexy sein. Und haben mal irgendwas gemacht, aber das war jetzt nichts, hat sich nicht gelohnt oder so. Sondern man muss da wirklich sagen, nee, dann, wir wollen das jetzt. Wir wissen auch, warum wir das wollen. Wir wissen, was wir uns davon versprechen und warum das eine gute Idee ist. Und wir können das dann auch vertreten. Also das muss da sein. Wenn das nicht da ist, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Wenn diese Überzeugung nicht da ist und wenn die vielleicht auch die Begründung nicht da ist, weil man weiß, der Weg ist ein bisschen steinig, also es ist ein bisschen schwierig. Aber sobald das mal da ist, dann hat das halt viele, viele Vorteile. Und
Ja, also es gibt allerlei Stolpersteine, die sind dann aber, die geht, da wird es dann wieder ein bisschen technischer. Also da muss man genau, also keine Ahnung, also Fehler, die der Facilitator macht, Fehler, die Links machen, weil sie die Rolle nicht so ganz verstehen. Strukturell oder der Fehler, dass man versucht, noch Dinge zu sehr zu designen, statt sie anhand echter Spannungen zu evolvieren. Also sozusagen vom Reißbrett zu denken, statt sozusagen wirklich mit der Realität der Spannungen umzugehen, die da ist, und dann einfach mit Trial-and-Error-Verfahren mal ein paar Sachen auszuprobieren und sich sozusagen reinzustolpern in die richtige Richtung. Das ist eigentlich mehr der Ansatz von der Holakratie, um Strukturen zu entwickeln, Lösungen zu finden. Also du hast ja jetzt eine ganze Reihe von Herausforderungen beschrieben. Könntest du jetzt noch mal so die drei großen Vorteile dieses Modells sagen in deinen Augen? Drei große Vorteile. Also Agilität, also es ist auf jeden Fall doch auch eine schnelle Methode, weil dort halt klar ist, muss man mal gucken, was hier los ist. Nee, alles gut. Ja, also man kann schnell zur Entscheidung kommen. Warum? Weil sie eben die Autorität dezentral verteilt ist, weil jede Rolle mächtig ist, sozusagen Entscheidungen zu treffen im Sinne ihres Zwecks, ihres Purpose, ihre Accountabilities. Also da muss man nicht mehr warten und fragen. Also da die Autoritätsstruktur in der Holokratie erlaubt schnelle Handlung, schnelle Entscheidung. Dann würde ich sagen, dass das Engagement angehoben wird, weil man merkt, man kann was verändern. Man hat echte Autorität in seiner Rolle, man darf echte Entscheidungen treffen, ohne nachfragen zu müssen. Man kann auch, hat echt einen Gestaltungsraum, wo man echt als auch, wie gesagt, nicht sich nochmal rückversichern muss, ob das okay ist, sondern man sagt, okay, du hast eine Rolle und alles, was du denkst, was sinnvoll ist, deiner Interpretation nach, was du wichtig findest für die Rolle, darfst du tun, ohne fragen zu müssen. Solange du keine Domänen und Richtlinien verletzt, die wir aufgestellt haben. Das sind die sozusagen die einzigen Einschränkungen dieser großen Freiheit, Holakratie, wo wir sagen, wir stellen so ein paar Zäune auf, so ein paar Stoppschilder, aber im Prinzip hast du überall freie Fahrt erstmal. Also das ist so der zweite große Vorteil, also dass dadurch steigt sozusagen das Engagement und die Begeisterung. Und ich glaube, dass auch die Sinn, also die Anbindung an den Purpose auch was macht mit den Menschen, weil sie merken, wofür sie was tun, was eigentlich der Zweck ist, wenn wir alle gemeinsam auf ein Ziel zuarbeiten. Und wie man sehen kann, wie meine Rolle jetzt eigentlich zu dem Kreis beiträgt, dieser Kreis zu dem Ganzen, sozusagen dem, was dem Zweck, der über allem steht, der jetzt nicht nur gleichzusetzen ist mit Geld zu verdienen. Das ist ja jetzt eben dann auch so. Man sagt, das ist eigentlich, Geld verdienen ist wichtig, eine wichtige Kennzahl, aber das ist kein erschöpfender Purpose. Also kein Zweck, der sozusagen dann die Leute motiviert, sondern das ist dann was anderes. Sowas wie, ja, keine Ahnung, wenn das jetzt Deutsche Bahn ist, Güter und Personen befördern oder so. Das ist dann irgendwie eher der Purpose, und dann das andere ist dann alles, was da dem zuträglich ist, sozusagen. Und da so angeboten zu sein, diese Purpose-Anbindung, die finde ich wichtig. Und da kann man eben sich selber auch verorten, wie stehe ich denn mit meinem persönlichen Purpose, mein Sinn, der Sinn meines Lebens, wie ist denn der verbunden mit dem Sinn dieses Unternehmens hier, in dem ich mich ja mit meiner Arbeitszeit 8 Stunden am Tag irgendwie da einbringe. Also wie viel von meiner Lebenszeit gebe ich da eigentlich rein in sowas? Und ist das ein Zweck, den ich wirklich im ganzen Herzen unterstützen kann? Oder sage ich auch nur, ja, ich tausche hier meine Lebenszeit gegen Geld? Das war es ja irgendwie, ja, das wäre eher die Norm ist gerade, aber auch nicht so befriedigend. Und jo, also da kann man dann sehen, wo ist die Schnittmenge zwischen meinem individuellen Purpose und dem Purpose der Firma. Ich denke, dass es mehr Talente anzieht. Alle die Leute, die selbstbestimmt arbeiten wollen, dass das auch War for Talents sozusagen, eigentlich eine gute Struktur ist, die ja, Leute anzieht, die Höchstleister sind, die irgendwie ja,
nach ihren eigenen Vorstellungen aktiv, proaktiv der Firma dienen wollen. Ich denke mal, dass auch Intrapreneurship sozusagen dadurch gefördert wird, weil du ja wieder auch genau diese ganze intrinsische Motivation, die die Leute mitbringen, einfängst und dann eine Struktur tust, die dem Ganzen der Organisation dient. Ein weiterer Vorteil ist die große Klarheit. Also alles ist sehr explizit und sehr transparent. Es ist keineswegs eine strukturlose Geschichte, wie manche Leute vielleicht von außen denken, oh, keine Manager mehr, da ist wohl Chaos. Nee, Holacratie ist strukturierter als eine klassische Organisation, weil wir hier ja auch alles explizit niederschreiben. Und was nicht niedergeschrieben ist, darf nicht als Erwartung angeführt werden. Also implizite Erwartungen haben in der Holacratie kein Gewicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, aber das machst du doch. Also ich gebe dir mal einen Auftrag hier, das ist doch dein Job. Und wenn das nirgendwo steht, dass es mein Job ist, dann kannst du dich nicht auf diese Erwartung stützen. Wenn du diese Erwartung aber haben willst, gibt es dafür einen Prozess. Das ist dieser Governance-Prozess, mit dem du diese Erwartung halt auch festschreiben kannst. Und ich kann aber auch dann meine Bedenken dagegen äußern und die müssen integriert werden und solche Sachen. Es gibt ein sehr ausgewogenes, rationales System, das total viel Sinn macht, wo wir einfach die Macht von der Person zu einem Prozess verlagern. Das ist auch ein großer Vorteil. Wenn ich mal sagen, ich muss mich auf meine persönlichen Beziehungen stützen, um Arbeit erledigt zu bekommen, sondern ich weiß, zu welcher ich Rolle ich gehen kann und muss, weil die ja sowieso schon durchs Annehmen der Rolle zugestimmt hat, dass sie diese Arten von Arbeit tun will. Und alles ist in Holacratie freiwillig. Also Rollen anzunehmen, Rollen abzulegen, niemand kann, es gibt keine Sklavenarbeit in der Holacratie. Du hast ja eben gesagt, auf wen die Holakratie eigentlich sehr attraktiv wirkt. Und findest du auch, dass das gleichzeitig eine Grenze von der Holacracy ist, weil es ja dann im Gegensatz sozusagen auch auf einige Art von Arbeitnehmern, ich sage jetzt mal, abschreckend wirken könnte oder eben nicht so attraktiv wirkt? Ja, natürlich, das sind diejenigen, die natürlich gerne einen Status und Position haben wollen durch ihren Job. Wobei ich nicht sagen würde, dass die Arbeit in einer holakratischen Organisation jetzt keine Kompetenzhierarchien, sowas gibt es immer, auch in einer holakratischen Organisation oder Rollen, die mehr aufs Ganze gucken als andere Rollen, die gibt es auf jeden Fall, natürlich in den höheren Kreisen, in den sozusagen übergeordneten Kreisen, die gibt es die zwangsläufig, aber im Prinzip ist das schon Arbeiten auf Augenhöhe. Und wer damit nicht kann, wer gerne andere rumkommandieren möchte, weil er das gewohnt ist und sich dadurch gut fühlt oder andere retten möchte, heroisch, also ich bin der Held, ich rette andere, ich springe in die Bresche und hole die Kastanie aus dem Feuer. Also diese ganzen Spiele, die wir in klassischen Organisationen kennen, oder das andere Spiel, ich bin Opfer, die böse Führungskraft hat mich jetzt irgendwie, hat mir was verboten oder sonst was oder mich bestraft oder ich muss jetzt oder all diese Opfer-Täter-Dynamiken werden ja sind nicht mehr hilfreich. Die werden eigentlich ausgeschieden von der Holakratie. Und wer darauf nicht gut kann, wer gerne Opfer ist, der fühlt sich da unwohl. Wer gerne Intransparenz haben will, weil er nicht gesehen werden will, weil er nicht gerne arbeitet, der wird da, ne, also Holakratie macht das Licht an, überall ist transparent relativ, was los ist, aber wie viel ich arbeite, ich gebe regelmäßig Bericht in Tactical Meetings über den Arbeitsfortschritt. Ich sage immer kein Update, ich habe nichts gemacht. Kannst du machen eine Zeit lang, aber du kannst dich nicht ewig verstecken in der Holakratie. Es fällt auf, weil mehr gucken. Also die Kollegen gucken ja immer, also erst hat der Chef immer nur geguckt, als die Arbeit erledigt. So gucken wir alle aufeinander und schauen, okay, der Kollege arbeitet nicht, ich brauche aber was von Kollegen. Das fällt irgendwann natürlich auf und wer nicht arbeiten will, der fühlt sich nicht so wohl in der Holakratie, weil es ist eine Struktur, um Arbeit zu erledigen, primär. Die braucht Zeit. Und ja, dann. Vielleicht manchmal Leute, denen das zu technisch ist, sozusagen in gewisser Weise. Also technisch hört man oft, dass die Leute sagen, das ist zu kalt, zu kühl, zu rational. Da ist auch was dran, weil die Holakratie erstmal nur sich auf die Arbeit
auf die Arbeit guckt und guckt, wie kann man die Arbeit möglichst sinnvoll strukturieren und auch nur also sachliche Argumente gelten lässt in diesem Bezug. Und überhaupt nichts sagt darüber, wie Menschen miteinander umgehen sollten. Das fehlt total in der Holakratie. Und wenn man das in der Holakratie vermutet und sich wünscht davon, in der Holakratie, wird man enttäuscht, weil es das nicht bietet. Die schreibt einem nicht vor, wie man miteinander umgehen sollte. Also wenn wir das wollen, also wenn wir das klären wollen, dann müssen wir das eben zwischenmenschlich klären. Und das ist eine kulturelle Frage. Und Holakratie beeinflusst die Kultur natürlich in gewisser Weise. Dadurch, es bleibt ja nicht aus, es gibt viele Regeln da drin. Hat irgendwie Auswirkungen, aber es ist jetzt nicht angetreten, um die Kultur zu verändern. Das ist mehr so ein Nebeneffekt von der Holakratie. Und die Leute, die da nicht drauf klarkommen, ja, ich sag mal so, das ist ein natürlicher Resonanzmechanismus. Resonanz und dass Leute, die merken, ich fühle mich in so einer, also ist auch relativ schnelllebig, also es verändert sich ja relativ viel, relativ schnell was in der Holakratie. Also Leute, die Veränderungen nicht gern mögen, Leute, die gern gesagt bekommen, was sie tun wollen, fühlen sich da nicht wohl. Leute, die gern andere dominieren wollen, fühlen sich nicht wohl. Leute, die ihren Status festhalten wollen, fühlen sich daran nicht wohl. Ich sag mal, das sind alles, als Unternehmer würde ich sagen, das sind alles Leute, auf die kann ich gut verzichten. Da bin ich sehr froh, wenn die aussortiert werden auf natürliche Weise, wo sie schon merken, die haben sich keinen Bock drauf. Da wäre ich sehr froh. Also deswegen. Das sehe ich auch als einen Vorteil. Du wirst eigentlich die Leute los, die sowieso nicht besonders viel zum Unternehmenszweck beitragen und die eigentlich nur Drama und Reibung verursachen. Also, das sind Leute, die kann ich verschmerzen. Ja, okay. Vielen Dank schon mal für die Ausführungen. Jetzt würde mich das ein bisschen interessieren, dass wir so diese Ansätze mal auf diese Netzwerke, die ich vorher beschrieben habe, beziehen sozusagen. Also wie gesagt, es geht dabei um so einen freiwilligen Zusammenschluss von jetzt beispielsweise Solounternehmern, Freelancern, Freiberuflern, die sich eben in so einem lockeren und freien Netzwerk zusammenfinden. Und denkst du, dass es für so ein Netzwerk möglich ist, dass die ohne, also Führungskraft in dem Sinne dann ein oder eine Gruppe von Personen, die eben dieses Netzwerk steuert, dass das möglich ist? Ja, also das denke ich auf jeden Fall möglich. Man muss nur klaren, also wenn hinreichender Konsens über den Purpose besteht, also was soll der Zweck dieses Netzwerks sein, wenn wir den mal irgendwie aufschreiben, keine Ahnung, für die Wirtschaftsregion Brandenburg ein lebendigen Austausch für Entrepreneure oder Unternehmer, wie auch immer. Das wäre vielleicht der Purpose, unter dem man sich trifft. Da muss man sich klar machen, was ist eigentlich die Arbeit dieser Organisation, wenn man das klar hat. Also was sind die regelmäßigen Tätigkeiten, die diese Organisation vollführt? Was sind sozusagen, ja, welche Arbeit wird da gebraucht? Welche Rollen brauchen wir, um das zu strukturieren? Das kann funktionieren. Die Frage ist jetzt nur, weil Holakratie ja sehr aufwendig im Lernen ist, haben die Leute schon, also ich sag mal das einfache Beispiel, alle können schon Holakratie und schließen sich zusammen und machen einfach eine neue Organisation auf, kein Problem, locker. Aber wenn du jetzt ein Netzwerk hast von Leuten, die jetzt nur sporadisch zusammenkommen, die dann auch noch den super Aufwand haben, irgendwie Holakratie sich irgendwie nebenbei reinzuschaufeln, wobei eben der Aufwand nicht nur ein zeitlicher ist, sondern auch ein finanzieller. Und du hast auch noch das Problem, dass du lernst da was ganz Neues, was du vielleicht selber gar nicht in deiner eigenen Firma machst, wo du hast eine kognitive Dissonanz. Und da würdest du sagen, nee, komm, lass mal. Vielen Dank, das überfordert mich gerade. Weil es bringt dich nämlich in den Zwiespalt, wenn du dich nämlich fragst, was mache ich denn eigentlich bei mir? Und was machen wir hier für einen geilen Scheiß oder heißen Scheiß, wie auch immer, in dem Unternehmensnetzwerk? Und dann merkst du so, ja, ich weiß nicht, ja, ich würde es gerne machen, aber es ist jetzt irgendwie was ganz anderes. Und dann müsste ich irgendwie, dann agiere ich hier in diesem Netzwerk so und woanders ganz anders. Und das kriegen die Leute erstmal kognitiv nicht übereinander, würde ich behaupten. Oder vielleicht kriegen sie es übereinander, aber das sind zwei Welten. Du musst unheimlich viel investieren in die. Du brauchst ja irgendwie einen Coach oder du musst zumindest ein paar Leute zum Training schicken. Das sind ein paar tausend Euro, um das irgendwie vom Boden zu kriegen. Du kannst es natürlich alles bootstrappen. Du kannst ja auch alles im Internet darunter lesen. Du kannst das Buch holen und alles Mögliche.
dass sie das alles angucken und alles runterziehen und versuchen, das irgendwie zu rekonstruieren. Aber ich sag mal, das ist so, wie wenn man sich Gitarre spielen aus dem Buch beibringen möchte oder dergleichen. Das kann man, das geht, manche schaffen das, aber das Lernen wird unheimlich beschleunigt durch einen Coach oder durch einen Trainer, wo du halt, egal was das ist, ne, ob das Fußballtraining ist oder Hockey oder Geige spielen, egal. Alles ist eine, Holacratie ist vor allen Dingen eine Praxis. Es ist keine Theorie. Die Theorie ist eigentlich nur nachträglich hinzugefügt worden, nachdem man geguckt, also es wurde eben aus der Praxis herausdestilliert, was funktioniert sozusagen. Und im Nachgang wurde eben geguckt, wie können wir das nochmal in Regeln packen und wie können wir uns das selber erklären und Sinn machen daraus, was wir da eigentlich machen. Und das ist sozusagen die ganze Holokratie-Welt, die dadurch entstanden ist. Aber erstmal aus dem Tun. Und würden dir Strukturen und Prozesse einfallen, um diese Selbstorganisation des Netzwerks zu erzielen, über die Beschäftigung eines Coaches vielleicht darüber hinaus? Wie man das erzählen kann, meinst du? Also, dass sich das Netzwerk selbst organisiert. Ja, ich meine, ein Netzwerk organisiert sich ja immer selber, ist ja so. Die Frage ist nur, wie sehr kodifiziert man das in Form von Rollen, Zuständigkeiten, Richtlinien und Kreisen? Oder inwiefern sagt man das, ja, Jürgen macht dies und Peter macht das und Isabel macht dies? Also mit so implizites Verständnis, das kann man ja auch mal, das funktioniert auch. Ist ja, man schaut sich um, die werden 95% der, ja, 99% der Welt funktioniert ganz gut ohne Holakratie oder sagen wir mal, mehr schlecht als recht, aber die kriegen es ja auch hin. Also da organisiert sich ja auch alles selber ohne eine Holakratie. Das ist jetzt nicht die Vorbedingung dafür, für Selbstorganisation, gar nicht, keinesfalls. Das ist jetzt nur eine sehr elaborierte Form, die sehr explizit ist mit allem, was sie tut, wo die Regeln glasklar sind. Und wo man die auch nachvollziehen kann. Und das macht ja den Charme ja aus, dass man das, was man viele implizit auch tun, ähnliche Sachen, die sagen ja immer, ja, wir machen das schon so ähnlich, wir machen doch so eine Art Holakratie schon. Da würde ich immer sagen, nein. Also ich würde erstmal sagen, ja, ich verstehe, woher das kommt, der Eindruck. Und nein, ihr macht nicht Holakratie. Weil das ist, ja, da sind ähnliche Prinzipien am Werk, ja, aber wie sauber sozusagen die angewendet werden und wie konsequent, das wird eigentlich nur klar, wenn man sich da eigentlich ein Regelset selber gibt, ein objektives, und objektiviert heißt eben niedergeschrieben und dann abgleicht, wenn jemand sagt, ja, ich sehe es jetzt mal nicht so eng, ich mache mal was ganz anderes jetzt hier. Ich bin ja jetzt spontan und agil oder so. Das ist ja. Das ist dann wieder, sag mal, halb gar. Und eben nicht, hat nicht dieselbe Klarheit, würde ich behaupten. Kann aber trotzdem gut funktionieren. Und wie gesagt, es soll gar nichts gegen die Struktur sein, nur der Anspruch, also diese Leute sollten nicht sagen, dass sie Holokratie machen. Sie machen es eben nicht. Und das erkennt man einfach daran, dass man sagt, okay, was braucht eine Holokratie? Sie braucht eigentlich erstmal diese klare Regelset und das klare Bekenntnis zu dem Regelset. Und dann braucht es die Praxis halt, dass man sagt, okay, wir haben zwei Arten von Meetings mindestens, nämlich ein Tactical und Governance Meeting. Und diese Governance Meetings sind wirklich dazu da, um die Macht wirklich neu zu verteilen und nicht nur auf dem Papier. Nach dem Motto Vorderbühne, Hinterbühne, sozusagen auf dem Papier machen wir Holakratie, aber eigentlich macht der Jürgen das oder der Peter, die ziehen die Strippen im Hintergrund. Das ist selbst innerhalb einer Firma, der Firmen, die wir arbeiten, immer noch schwierig. Da gibt es immer auch noch Hintergrundgeplänkel. Mit der Holakratie wird es nur offenbar, wo Leute eben ihre Rollen überschreiten und sich persönliche Machtexerzitien ergehen. Und weil man die Folie hat, den Hintergrund, mit der durch die klaren Regeln, da kann man halt genau sagen, guck mal, hier, da hast du was gemacht, was jetzt nicht aus deiner Rolle begründet ist. Erzähl mal, was hast du dir dabei gedacht? Kannst das mal irgendwie herleiten? Und dann findet man raus, aha, persönliche Motive und nicht Motive der Rolle. Und bei persönlichen Motiven, die sind eben nicht unbedingt angebunden an den Purpose der Organisation. Die sind angebunden an den Purpose der Person, die sagt, ich hätte gerne Ferrari in meiner Garage stehen oder sonst was.
Und daraus versucht die dann irgendwelche organisationalen Entscheidungen abzuleiten, wodurch natürlich die Organisation in Geiselhaft genommen wird durch die Egos der Personen, die dort ja, frei flottierend agieren. Nicht, dass das jetzt in dem Netzwerk passieren müsste, aber die Gefahr ist immer, ja, dass natürlich dann viel implizit ist und dass dann nicht unbedingt der Purpose im Vordergrund steht, sondern vielleicht mehr so die individuellen Interessen wieder irgendwie, was habe ich jetzt davon persönlich oder so, dass das dann sich die Leute dann, kommt die Selbstbedienungsmentalität. Ich sag mal, das ist so die Gefahr in der klassischen Struktur, dass man immer guckt, wo kann ich das System so ein bisschen gamen, so kann ich so ein bisschen was rausholen für mich und mehr Macht, mehr Positionen, mehr, also ne, nicht alles Wissen transparent machen, weil Wissen ist dann ein spieltheoretischer Vorteil, den ich kann nicht wieder in die Waagschale werfen, um jemand anders auszustechen und dann die Beförderung zu kriegen oder sonst was. Das sind ja alles diese Spielchen. Und ja, in dem Netzwerk baue ich vielleicht nicht, aber ja, das fällt mir dazu ein zu dem Thema. Ja. Okay, also dieser integrative Entscheidungsprozess ist ja eines der Kernelemente von der Holacracy oder würde ich auf jeden Fall so sehen. Kannst du mal sagen, was du damit für Erfahrungen gemacht hast, wenn sozusagen jeder in die Entscheidung integriert werden kann? Ja, der ist der Kernbestandteil der Prozesse im Governance-Meeting. Das ist sehr klar, wie dort Entscheidungen über Strukturen in der Holokratie getroffen werden, also Erwartungen, die wir gemeinsam haben. Die Erfahrungen, die ich mitgemacht habe, sind gute Erfahrungen in dem Sinne, dass der ist effizient, der ist nachvollziehbar, der ist transparent und er wieder wird gehört. Niemand kann sagen, dass er nicht gehört wurde. Niemand kann steht als Opfer da in einer Entscheidung. Entscheidungen sind immer rückzuführen auf die Rollen und nicht auf Personen. Also der Mensch wird da, es wird sehr klar differenziert zwischen Mensch und Rolle, was ein Mensch will und was eine Rolle will. Das ist ja eigentlich so genau der springende Punkt bei dem Prozess, dass man einfach die Diskussion wieder auf eine Sachebene zurückholt, wenn die vielleicht in anderen Entscheidungsformaten wegglitscht ins Persönliche, dann ist die Funktion dieser Testfragen und dieser ganzen komplizierten Prozedere, die dort stattfinden, die hat die Funktion zu filtern, also das rein subjektive Persönliche rauszufiltern, das nicht aus der Rolle passiert, sondern nur aus einem rein persönlichen Interesse oder einer rein persönlichen Ablehnung oder Zustimmung. Selbst Zustimmung ist eine persönliche Regung sozusagen, die dort nicht, also kein Gewicht hat. Und dass es eben facilitiert wird von einem Facilitator, der sich an Prozessregeln halten muss, die relativ klar sind, ist auch allen klar. Und dass dieser Repräsentator kann auch wieder abgewählt werden, der ist eine gewählte Rolle. Da gibt es ein Sicherheitsnetz auch gegen Machtmissbrauch, die man in manchen Meetings in manchen anderen Meetings nicht hat und in anderen Konstellationen. Was natürlich auch der Fall ist, dass auch stille Mitglieder des Kreises, also introvertierte Typen, hier eine Stimme bekommen, einen Raum kriegen, der geschützt ist, wo keiner reinquatschen darf. Weil er eben gehalten wird durch der Prozess wird gehalten durch den Facilitator. Und wir haben hier auch die Gelegenheit, dass wirklich eine Gruppenintelligenz sich zeigen kann, die sonst ja verschütt geht, weil wir immer in Opposition zueinander gehen als Menschen. Und hier gehen die Menschen nicht in Opposition zueinander. Hier haben Rollen Sicherheitsbedenken gegen andere, gegen Vorschläge von anderen Rollen. Die können sie geltend machen. Die werden angeschaut, geprüft und diejenigen, die wirklich integrationspflichtig sind, werden eben behalten und die nicht integrationspflichtigen Bedenken werden halt aussortiert und gesagt, guck mal, das ist eine Spannung, die wir an dieser Stelle hier nicht lösen können. Wir schauen jetzt nur erstmal, dass wir die Spannung, also dieses Problem desjenigen lösen, der den Vorschlag gemacht hat. Und das ist unser Ziel, unser Versprechen. Und das ist eigentlich eine sehr wertschätzende Haltung, die der Prozess da hat. Man sagt, wir als Kreis konzentrieren uns jetzt mal nur darauf, deine Spannung zu lösen
Und wir stellen aber auch sicher, dass während du deine Spannung löst, dass wir nicht irgendwas sozusagen mit dem Arsch wieder einreißen, hintenrum. Also, dass wir sozusagen was kaputt machen, dadurch, dass du jetzt eine Veränderung erzeugst, sondern wir schauen gleichzeitig, macht die Veränderung, würde die irgendeinen Schaden verursachen? Und das schauen wir uns ganz genau an. Und sehr offen und wertschätzend und forschend. Und dieses Forschende, da wird dann rausgearbeitet mit den Sicherheitsbedenken, ob diese halt zu integrieren sind. Und dann die Integration selber ist auch magisch, weil hier geguckt wird, wie können wir eben beide Sensoren für Spannungen, die im Raum sitzen, nämlich den Vorschlagenden und den Bedenkentragenden oder die Bedenkentragenden, wie können wir die beide jeweils glücklich machen? Das ist aber, ohne jetzt in die Überoptimierung zu gehen und alle versuchen zu glücklich zu machen, sondern nur die beiden, der minimal hinreichende Fortschritt, wie können wir den sichern, ohne einen Rückschritt zu machen, ohne was kaputt zu machen. Und das ist eigentlich ein sehr evolutionär geschickter Prozess. So macht es die Natur eigentlich auch im Prinzip. Man guckt, also man mutiert. Und schaut, und das, was eigentlich über, was den, was die Mutation überlebt, ist dann halt auch wirklich antifragil, ist robust, ist beständig. Und dann, man macht halt ganz viele Experimente und versucht nicht den großen, also nicht alles schon irgendwie nach dem Dreijahresplan und dem Fünfjahresplan. Der ist sehr illusorisch und vor allem nicht in Bezug auf die Struktur. Die Struktur ist eine hochdynamische Angelegenheit, die auch eben, wir sehen jetzt haben wir die Corona-Krise, okay, wow. VUCA, jeder hat es mal physisch gefühlt, wie VUCA sich anfühlt. Ja, und alle müssen umstrukturieren. Und haben wir einen Prozess, der das unterstützt, wo wir auch sagen können, oder wo wir auch unsere Bedenken einbringen können und die werden alle gehört? Oder kommt das irgendwie irgendeiner da oben, setzt sich hin, setzt sich ans Reißbrett und zieht mal drei Abteilungen anders um und wie auch immer, streicht was zusammen und mergt was zusammen, ohne zu fragen, und sagt, so ist das jetzt, das wird so ausgerollt, fertig, schluckt das jetzt. Also dieses ganze Element der inneren Resignation, weil man nichts tun kann und dieses innere Kündigen und Aufkündigen, weil man weiß, ja, der Chef oder der Manager, der macht das eh wieder zunichte. Ich kann zwar begründen, warum das hier Schaden macht, aber niemand hört mir zu. Dass dieses Niemand hört mir zu, gibt es nicht mehr in Holakratie. Jeder kann seine Spannung einbringen und die wird gehört und es wird eine Lösung gesucht und man kommt in den meisten Fällen auch zu einer produktiven Lösung. Das ist meine Erfahrung in Governance. Alles andere, wo es dann schwierig ist, ist immer auf der persönlichen Ebene. Es ist aber nicht, dass der Prozess das irgendwie, also der Prozess ist einfach besser als wir Menschen. Besser als die meisten Menschen. Und wir hinken dann so ein bisschen hinterher. Deswegen, also, das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, stell dir vor, die Verfassung der Vereinigten Staaten, damals, als sie eingeführt wurde, war ein grandioses Meisterwerk sehr intelligenter Menschen, die wirklich sehr vorausschauend das geplant haben. Und das hat ja auch Jahrhunderte gehalten, bis heute. Und die ist ja irgendwie heilig da in den USA, die Verfassung. Und so ist sie, aber das Gros der Menschen versteht gar nicht, wie gut das Ding ist. Und so ist es mit der Holakratie auch. Die ist besser als wir, Anführungsstrichen. Die Regeln sind so fair und so elaboriert. Das Gute ist aber, wir müssen nicht verstehen, warum die besser sind. Wir müssen sie einfach nur befolgen. Mehr wird ja gar nicht verlangt. Wir müssen sie auch nicht schreiben. Wir müssen sie einfach nur verdammt nochmal befolgen. Und dann werden wir schon sehen, dass das eigentlich uns am meisten dient, persönlich auch. Also individuell auch, selbst wenn wir sagen, jetzt gucke jetzt mal rein persönlich auf die Sache. Ja, der Firma wird es besser gehen. Und wenn es der Firma besser geht, wird es mir auch besser gehen. Eine letzte Frage hätte ich noch. Du hast jetzt gerade vorhin auch sehr viel von der Trennung von Rolle und Person gesprochen, was ja in einem Unternehmen oder einer Organisation, also an sich ganz gut funktionieren kann. Kannst du dir das auch bei diesen Netzwerken vorstellen, wo ich jetzt zum Beispiel wirklich als
Solo-Selbstständige drin bin, glaubst du auch da kann diese Rolle von, die Trennung von Rolle und Person stattfinden? Genau, ich würde nochmal unterscheiden, Trennung und Differenzierung von Rolle und Person. Also Trennung klingt so hart und wie durchschneiden sozusagen, ich muss mich irgendwie durchschneiden. Ich bin ja immer Mensch und ich bin auch Mensch, wenn ich in Rollen agiere. Und ich habe auch immer, ich fühle auch immer Dinge auch anders. Und wenn zwei Rollenfüller, die vielleicht dieselbe Rolle füllen, das gibt es ja in Holakratie, dass eine multigefüllte Rolle hat, die fühlen auch nicht dasselbe. Die fühlen auch Dinge anders. Und weil sie eben ihr menschliches Sensorium reinbringen in die Rolle. Deswegen würde ich immer von Differenzierung von Mensch und Rolle sprechen. Eine Differenzierung, die dann zu einer höheren Integration führen kann. Also das Problem ist ja die Fusion von Mensch und Rolle. Nach dem Motto, ich gehe ganz in meinen Job, meinen Jobtitel auf. Ich bin auch total identifiziert damit. Dann wird das zur Begrenzung. Wenn mir das niemand irgendwie wegnehmen will, dann rüttelt er nicht nur an meiner Rolle, sondern an meiner Identität. Dann bin ich bedroht, dann fühle ich mich, dann gehe ich in die Defensive und so weiter, werde ich irrational. Also sage ich mal, dann verteidige ich vielleicht Dinge, die ich gar nicht verteidigen müsste, weil sie gar nicht ich sind, aber ich halte sie für mich. Also ich bin doch Vice President Marketing, bla bla. Nein, ich fülle die Rolle Marketing und fülle die Rolle. Und da gibt es dann, während ich die Rolle fülle, fühle ich in dieser Rolle ja Dinge. Und das sind die Spannungen, die ich als Rollenfüller dann empfinde und versuche zu prozessieren für die Firma. Nicht primär für mich, sondern primär für die Firma. Natürlich gibt es auch Sachen, die ich vielleicht mache, wo ich sage, wow, das ist ein Projekt, das macht mir sogar persönlich Spaß, da habe ich Bock drauf. Und das dient meiner Rolle, geil, das mache ich doch zuerst. Ja, warum nicht? Okay. Wenn es nicht schadet und wenn es keine andere keinen Prioritätenvorrang gibt von anderen Projekten, klar, mach doch erstmal das Projekt, das dir Spaß macht, dir Energie bringt und so weiter, dich irgendwie produktiver macht, mach das doch. Also das geht alles. Ich sehe jetzt nichts, was dagegen spricht, wenn du als Solo-Selbstständige da in so einem holakratisch strukturierten Netzwerk eine Rolle füllst und natürlich auch als Person da bist. Es geht beides. Oder okay. Frag mal so, würde rückfragen, welches Problem, welches potenzielle Problem siehst du denn oder was denkst du denn, was da nicht dran funktionieren könnte? Ja, in dem speziellen Beispiel, also bei meinem Praxisbeispiel ist es eben so, dass diese Rollen, die letztlich zur Selbstorganisation dieses Netzwerks eigentlich beitragen sollen, die sind eben noch nicht gesetzt. Also es ist eine Initiative jetzt gerade der Hochschule und wir haben gesagt, wir steuern das gerne mit euch, aber ihr seid eigentlich letztlich auch die Mitgestalter dieses Netzwerks und wir wollen hier gerade versuchen, die Bahnen zu legen, sodass ihr Unternehmer, Selbstständige das dann eigentlich übernehmen könnt und wir uns herausziehen. Und dafür frage ich mich, wie kann ich da die Rollen irgendwie so verteilen? Also natürlich basierend auf einer Freiwilligkeit, sonst kommen die einfach nicht mehr, verständlicherweise. Und wie kann ich diese Rollen eben so verteilen, dass die das annehmen und dass die auch diese Differenzierung, dass das möglich ist? Weil natürlich, wie du vorhin auch gesagt hast, hat man ja immer noch diesen, was kommt für mich dabei irgendwie raus? Und da frage ich mich, ob man das sozusagen erreichen kann. Genau, also wenn die Menschen zusammenkommen in so einem Netzwerk, warum gehe ich normalerweise in ein Netzwerk als Einzelunternehmer? Ich verspreche mir irgendwie Aufträge, Kontakte, Ideen, Impulse und sowas. Mhm. Die Frage ist, reicht das, um ein Netzwerk zu, um das, reicht das, das ist ja ein individueller Purpose oder individuelle Zwecke vielmehr. Gibt es aber irgendwas wirklich, was inspiriert, was da drüber hängt, also als Purpose, wo alle sagen können, jo, das ist geil, das bringt uns wirklich voran, keine Ahnung, die Wirtschaftsregion ist belebt oder sowas, also ich weiß nicht, irgendwie was Breiteres, genau, wo man okay. sagen kann, das ist nicht nur mein persönliches Steckenpferd oder mein persönliche berufliches Fortkommen, was ich hier, sag ich mal, wo ich mir jetzt spieltheoretisch auch wieder Vorteile erkaufe, sozusagen, weil ich jetzt den kenne und der kennt den und der kann mir das, den Auftrag verschaffen. Immer zu fragen, was ist drin für mich, ne? Ihr kennt das Kennedy-Zitat. Ja.
ne, frag nicht, was das Netzwerk für dich tun kann, Ja. ne, was kannst du für das Netzwerk tun? Ja, das ist Das ist cool. ja diese dienende Haltung, die dem Purpose dient, das ist ja das, was diese Transformation ausmacht, also auch dieses andere Mindset. Und wir finden natürlich in der klassischen Kultur auch immer noch genügend Unternehmer, die erstmal nur sagen, wo ist die schnelle Markt zu holen und wo kann ich mir jetzt einen persönlichen Vorteil hier rausholen. Und diese neue Art des Wirtschaftens sagt ja, okay, was ist der Purpose, den ich diene? Was ist denn die Purpose-Orientierung? Und welchem größeren Sinne des größeren Ganzen diene ich? Und da muss man halt sortieren wahrscheinlich zwischen Menschen, die jetzt wirklich nur für kurzfristige Vorteile da drin sind und für diejenigen, die sagen auch, was würde ich auch Nachteile in Kauf nehmen, nur um diesem Zweck dienen zu dürfen? Das ist mal eine heiße Frage, ne? Weil das findet man eher so in ehrenamtlichen Kontexten. Da sind Leute, die haben nichts zu gewinnen in dieser Weise, außer eben das Gefühl, dass sie an einer bedeutsamen Sache mitwirken, die über sie hinausweist. Diese Selbsttranszendenz, die ist ja impliziert in diesem Purpose-Streben. Und wenn die nicht da ist, ist die Gefahr zumindest, dass das degeneriert in so ein, was kann ich hier rausholen für mich? Und keiner macht was wirklich. Und wir sind alle irgendwie mehr so, na, also du kennst ja sozusagen, wenn man sich Teams anguckt oder so, Fußball, ne, die Mannschaftsleistung versus die Einzelkönner, irgendwie Ronaldo und sonst was, die einen jeder nur für sich, also jeder ist Alleinikow, jeder spielt für sich sozusagen. Und versucht irgendwie das Tor zu erzielen und irgendwie als der große Star zu gelten. Nein, die Mannschaften oder diese Teams sind auf Dauer nicht erfolgreich, sondern erfolgreich sind die, die sagen, wir glauben an diese Mannschaft und diese Mannschaft ist großartig und es ist eine Ehre, dieser Mannschaft dienen zu können. Also dieses Dienende, dem Zweck oder für die Nation zu spielen oder sonst was. Das ist eine ganz andere Haltung, als zu sagen, ich will persönlich den Weltmeistertitel irgendwie haben. Und da ist für mich so die Frage dann immer bei diesen Netzwerksachen. Du kannst das eine, es braucht eine Balance da natürlich, ne? Du kannst natürlich so einem Purpose dienen, aber du kannst nicht erwarten, dass Leute für nix und für lau und für immer für nix für lau arbeiten, sozusagen. Und wenn du wirklich was erreichen willst in so einem Netzwerk, dann musst du auch Arbeit investieren. Wenn das Netzwerk irgendwie sinnvolle Arbeit in der Welt tun möchte, dann muss da auch Arbeit reinfließen. Und diese Arbeit zieht ja dann ab von den Dingen, wo ich sonst Geld verdienen würde mit. Und dann hast du ein Disincentive und dann kannst du nicht mehr voll Power gehen in diesem Netzwerk. Also ein gutes Netzwerk würde dafür sorgen, dass diese Funktionen auch honoriert werden, in dem Maße, wie die Leute sonst ihre Arbeit, ihre Opportunitätskosten hätten dadurch sonst, ne? Also um das nachhaltig zu machen, müsste man auf diese Aspekte, denke ich, auch achten. Also das hieß ja, dass dieses Netzwerk wirtschaftliche Einnahmen erzielen müsste, in irgendeiner Form. Und wenn es das nicht tut auf Dauer, dann ja, dann will man sich schon fragen, wo kommt die Kohle her und wie viel wollen wir eigentlich wirklich erreichen damit, in dem, was wir hier tun. Nur so ein paar Gedanken dazu. Hat jetzt Ja, nicht so viel mit Holakratie zu tun, aber nur höchstens ja vielleicht in Bezug auf diesen Purpose und sagt, ja, also Leute machen sehr viel, um an etwas Sinnvollem dabei zu sein, aber sie können nicht ewig von Hand in den Mund leben, nur um irgendeiner Sache zu dienen. Das gibt so ein paar Idealisten, und ich war auch einer davon. Also ich habe sehr lange sehr so in solchen Konstellationen gearbeitet, wo ich ein bisschen selbstausbeuterisch auch war. Ich nicht vielleicht ne, meiner Qualifikation entsprechend hätte, also hätte ich viel mehr verdienen können als anderen. Da wäre ich in die Versicherung gegangen oder in eine Branche, eine Bank oder sonst wo, hätte ich irgendwie Kohle abschöpfen können, aber mich hätte der Sinn mehr interessiert. Aber die Quittung war eben, ja, hast halt da nicht so viel Kohle. Und das ist diese Abwägung. Und wo ich jetzt bei mir so sage, okay, jetzt habe ich echt einen Sweet Spot, wo ich sage, ich mache sinnvolle Sachen in der Welt und ich verdiene auch noch anständig, sage ich mal. Ich werde hier nicht ausgebeutet, wahrlich nicht. und das kann ich nur jedem wünschen, dass diese Konstellation hinkriegt.
Da habe ich aber lange nachgesucht. Das kann ich mir vorstellen. Ja, also das waren sehr, sehr viele Gedanken, die total wertvoll für mich sind. Also ein großes Dankeschön an dich. Das hat mich schon mal sehr viel weitergebracht. Und es waren auch ganz viele Dinge dabei, die sozusagen auf verschiedenen Ebenen jetzt ein bisschen zum Nachdenken anregen. Also nicht nur für die Masterarbeit oder die Arbeit. Das finde ich sehr spannend. Ja, und finde das nochmal umso cooler, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, also vielen Dank. Ich Dankeschön. stoppe mal die Aufzeichnung an der Stelle.